Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, können wir das bereits im März geplante Fachgespräch heute durchführen. Wir sind im letzten Jahr der Frage nachgegangen, wie wir ressourcenschonend und CO2-arm mit Beton bauen können, dies in drei Formaten. Der heutige Anlass war als viertes Gespräch in dieser Reihe geplant und wurde dann durch die Teilnahme an der Ausstellung Mockups vom SAM in dieses Semester verschoben. Deshalb freue ich mich umso mehr, können wir den Systemknoten, der sich auf der Außenstellfläche befindet, sowie die Muster zu den Recyclingbetonfassaden nun heute offiziell in die Sammlung aufnehmen. Sie stammen alle von den Fernwärmezentralen Waldau und Lukasmühle. Wir sehen Sie hier die beiden, zwei Infrastrukturbauten als Betonsystembauten mit Recyclingbetonausfachungen in Ortbeton geplant, die zur Umsetzung des Energiekonzepts 2050 für die Stadt St. Gallen entstanden sind. Zwei für die zukünftige Verwendung von Recyclingbeton wichtige Bauten, wie wir finden, da sie neben der Ressourcenschonung auch einen gestalterischen Mehrwert schaffen und die Wiederverwendung von Material aus der Stadt durch die gestockte Oberfläche nach außen abbilden. Thomas Keller und Hans Seelhofer werden uns die Projekte gleich näher erläutern. Zuvor möchte ich Sie aber beide, wie auch die Beteiligten, dann am Fachgespräch vorstellen und begrüßen. Ja, Thomas Keller kennen viele der Anwesenden hier, da er seit einigen Jahren bei uns Entwerfen und Konstruieren unterrichtet. Er hat an der ETH Zürich und der Südostuniversität Nanjing in China Architektur studiert, war danach 2 Jahre im Londoner Büro von David Chipperfield tätig und in den Jahren 2000 bis 2006 Assistent am Lehrstuhl Lamponiani. Seit 2004 arbeitet er als freischaffender Architekt mit Büros in Zürich und St. Gallen. Hans Seelhofer ist Ingenieur und hat auch an der ETH studiert. In den Jahren 2003 bis 2009 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Baustatik und Konstruktion der ETH tätig und hat anschließend doktoriert. Er ist seit 2009 im Ingenieurbüro Lüchinger und Meyer als Projektleiter tätig, heute auch als Partner und unterrichtet zudem als Lehrbeauftragter an der ETH. Am Gespräch werden neben Ihnen beiden Andreas Dombrowski und Kathleen Hoffmann teilnehmen. Andreas Dombrowski arbeitet seit 34 Jahren als Bauführer und hat mit seinem Team der Stutz AG die Fernwärmezentrale Lukasmühle umgesetzt. Kathleen Hoffmann haben wir als Recyclingbeton-Expertin eingeladen heute. Sie ist diplomierte Bauingenieurin und hat im Bereich der Betontechnologie an der EMPA in Dübendorf in der Forschung gearbeitet, 10 Jahre. Sie war maßgeblich am ESIA-Merkblatt 2030 zu Recyclingbeton beteiligt und entwickelt heute klimafreundliche Zemente bei Holcim Schweiz. Herzlich willkommen und bitte Thomas und Hans. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir die beiden Projekte hier vorstellen dürfen. Wie gesagt, werden Hans und ich zusammen durch diesen ersten Input führen. Das ist ein erster Grobüberblick über die beiden Projekte und über die Projektinhalte dieser beiden Konstruktionen. Und danach werden wir eine Gesprächsrunde eintreten und können auch nochmals die Fragen, die wir hier anreißen, vertiefen. Wir sprechen heute über die Fernwärmezentrale Waldau. Diese wurde 2016 errichtet im westlichen Teil der Stadt St. Gallen und über die Fernwärmezentrale Lukasmühle. Diese wurde letztes Jahr fertiggestellt im Osten der Stadt. Hier gibt es noch keine fertigen Fotografien, das sind die Luftbilder mal des jetzigen Standes. Es sind
zwei Bauten, die aber im gleichen System errichtet wurden. Hier sieht man links die Fernwärmezentrale Waldau, die hat in einem Raster von 3x6 Metern, also 18 Meter Gebäudetiefe und 8x6 Meter in der Länge, also 48 Meter, hier eine Kessenhalle drin mit zwei Fernwärmekessen oder Spitzenlastkesseln. Hier gibt es noch Reserveraum für den Werkhof der Stadtwerke und für allfällige Blockheizkraftwerke. In der Waldau hat es auch ein Treppenhaus und Infrastrukturräume für das Quartier plus noch ein Salzlager für das Tiefbauamt. Die Fernwärmezentrale Lukasmühle ist dann dichter bepackt, die wurde schon voll bestückt mit zwei Doppelflammkesseln in diesem Teil der Halle und zwei Blockheizkraftwerken in diesem Teil. Also hier diese Fernwärmezentrale Waldau ist ein bisschen repräsentativer, weil sie in einem kleinen Volkspark steht und eben auch noch Quartiernutzungen beinhaltet. Diese zwei Bauten, das sieht man hier in der Stadt, also hier im Westen eben die Fernwärmezentrale Waldau und hier im Osten die Fernwärmezentrale Lukasmühle, die sind eingebunden in das Fernwärmesystem der Stadt St. Gallen. Es gibt noch die Fernwärmezentrale im Olma-Gebiet, aber das war nur ein Umbau und es gibt vielleicht mittelfristig noch eine dritte Zentrale, wobei die könnte auch nicht kommen, eben weil die Lukasmühle jetzt sehr stark bestückt wurde. Und wenn wir jetzt hier über dieses Projekt sprechen, dann werde ich nachher gerade auf den Studienauftrag eingehen. Dann ist eben wichtig zu wissen, was das eigentlich ist hier, dieses Fernwärmenetz. Es ist so, dass unten im Sittertobel, also da, wo die Kehrichtverbrennungsanlage ist und auch das Open Air dann stattfindet, da unten ist ja das Kehrichtheizkraftwerk. Und das Kehrichtheizkraftwerk liefert Abwärme für das Fernwärmenetz und es wäre auch geplant gewesen, ein Geothermieheizkraftwerk zu errichten. Dieses Geothermieheizkraftwerk konnte dann ja nicht gebaut werden, weil es ja bei den Bohrungen Erdbeben gab, 2000 etwa, war das 15 oder so. Das heißt, unser System, das wir entwickelt haben, eben für alle Infrastrukturbauten der Stadtwerke St. Gallen, für die Umsetzung des Energiekonzepts 2050 beinhaltet eben nicht nur diese Spitzenlastkästenzentralen, sondern auch eine Energieerzeugungsanlage. Und das sieht man hier, das ist ein Konzeptbild aus dem Studienauftrag von 2011, also schon 11 Jahre her. Wir haben eben vorgeschlagen, dass wir eine Grundstruktur bauen mit hochfestem Beton, und dass wir dann in den Ausfachungen für die jeweiligen Funktionen mit unterschiedlichen Materialien fahren können. Wir sprechen jetzt heute über diese beiden eben Spitzenlastzentralen, Waldau und Lukasmühle. Und die sind mit Beton ausgefacht. Und das sind sie, weil diese Kessel sehr viel Lärm machen. Also der Materialentscheid für Beton in den Ausfachungen war hier eben der Lärmschutz für das Quartier und für die Umgebung, währenddessen wir hier bei dem Geothermieheizkraftwerk vorgesehen hätten, dieses Rahmenkraftwerk quasi voll transparent zu zeigen. Das wäre quasi eine Turbinenhalle gewesen. Das gibt es in jedem Kraftwerk. Die Kesselhalle, das ist quasi das Schmutzigere, wo die Kohle oder das Öl oder das Gas verbrannt wird. Und die Energieumwandlung, das sieht man ja auch im berühmten Kraftwerk von Hans Hofmann, oder dort ist dann verglast, das ist dann clean. Und so sind wir ins Konzept eingestiegen und haben dann wirklich eben, und das ist auch, schwingt immer mit beim Gebrauch eben des Recyclingbetons als Ausdrucksträger für diese Architekturen. Es ging natürlich schon ein Stück weit auch darum, für die Stadtwerke eben einen Auftritt, einen Ausdruck zu erarbeiten für ein eben zukunftsgerichtetes Energieversorgungskonzept im Bereich Wärme, also Heizung. Und dieses System hat deshalb auf dem Dach sogenannte Solarsheds, das ist auch noch ein Konzeptbild aus dem Studienauftrag. Wir haben dazu mal vorgeschlagen, dass man denn überall in der Stadt, wo die Stadtwerke eben ihre Infrastrukturen bauen würden,
die Solarflächen, also die südseitig gerichteten Dachflächen, genau nach Süden ausrichten könnte. Das sieht man hier, so das Rotationsprinzip dieser Schätz. Man sieht auch hier asymmetrische Träger eben noch in dieser Konzeption drin. Und diese Schätz haben wir natürlich konzipiert, weil eben bei den Spitzenlastkesseln die Wände möglichst geschlossen sein müssen, aber über das Dach dann durch das Licht in die Halle kann. Das ist das Strukturmodell auch aus der Phase des Studienauftrags, des Wettbewerbs, wo man eben sieht, dass diese Schätze noch leicht geneigt sind und diese ganzen geometrischen Abwicklungen auch dazu führen, dass die Pfeiler dann eine sehr spezifische Form haben und quasi diese geometrische Auslegeordnung, die oben in den Schätzen aufgebaut ist, sich auch an der Fassade abwickelt oder zeigt. Das war natürlich schon eine ziemlich anspruchsvolle und auch gewagte These hier, dieses Strukturmodell im Studienauftrag. Wir hatten dann bei der genaueren Untersuchung gemerkt, dass wir ein bisschen Verschattungsprobleme haben für die PV-Anlage. Die asymmetrischen Träger waren auch, waren auch sehr gewagt. Und natürlich auch diese ganzen Lisenenstrukturen innerhalb der Pfeiler. Das fand ich auch eine sehr aufwendige Geschichte, jetzt im Elementbau drin. Und diese Aspekte zusammen mit der Reise in die Po-Ebene, die wir natürlich dann unternommen haben, um den Bauten von Angelo Mangiarotti nachzugehen, haben dann dazu geführt, dass das System doch bedeutend vereinfacht und beruhigt haben und uns mal darauf konzentriert haben, dass wir eben ein gutes Pfeilersystem haben, ein gutes Knotensystem, wo wir dann eben unseren Systemgedanken im 6x6 Meter Raster dann auch gepflegt, aber technisch konsolidiert und auch bewältigbar umsetzen konnten. Und hier würde Hans jetzt durchführen durch die Aspekte des Tragwerks und der Konstruktion. Genau, aus der Sicht des Bauingenieurs. also dieser Systembau, der setzt sich eben zusammen aus diesen einzelnen Elementen hier. Man sieht es eben diese Rahmenkonstruktion hier. Diese einzelnen Rahmen, die jeweils in Querrichtung über die 18 Meter spannen, die fügen sich aus einem Rahmenriegel und Rahmenstielen. Ich werde das in den nächsten Bildern noch detaillierter erklären, wie die dann gefügt sind. Wir haben in Längsrichtung hier auch Rahmenriegel, die entlang der Fassade laufen, die ein Rahmensystem ergeben, das eben hier entlang der Fassade läuft, was dann eben auch sicherstellen würde, im Fall, wenn man hier diese Ausfachung jetzt offen lässt, eben im Fall dieser Turbinenhalle, dass wir auch in diese Richtung ein Rahmentragwerk erhalten, sodass dieses System hier, dieses Skelettbau in beiden Richtungen stabilisiert ist über ein Rahmentragsystem. Dann weiter haben wir hier entlang dieser inneren Achsen hier diese Innenlängsträger, das sind die kleinen hier, diese Längsträger, die eben diese quadratischen Öffnungen von 6x6 Meter aufspannen, die dienen eigentlich einzig dazu, diese Schettträger zu halten, plus noch zusätzlich einige Technikkomponenten, die können an diesen Trägern hier aufgehängt werden. Die Idee der Schätze ist grundsätzlich schon so, dass man diese 6x6 Meter Raster, diese Rasterung hat man auch gewählt, dass sie eben quadratisch ist, dass man diese Öffnungen unterschiedlich hätte positionieren kann, je nach Exposition der Gebäude quasi in der Ausrichtung halt, dass man hier immer von Norden her diese Belichtung dann erhält von diesen Schätzen. Auf dieser Rahmenstruktur oben folgen dann die Dachschätz, das sind jeweils aus drei Elementen zusammengefügte so Betonhauben, die dann eigentlich das Dach bilden und von Norden her die Belichtung dieser Hallenanlage sicherstellen. Und letztlich dann noch für den Fall jetzt dieser beiden Zentralen haben wir hier diese Ausfachung in Nordbetonbauweise. Also dieses ganze Skelett hier, das sind alles diese Elemente, das sind vorfabrizierte, hochfeste Betonelemente. Genau. Hier sehen Sie ein Bild von diesem Rahmentragwerk hier, diesen roten Rahmen, die hier jetzt im Detail erläutert sind. Sie sehen da unten
die Biegemomenten beanspruchen und der Gleichlast von einem, so einem Rahmensystem, ganz vereinfacht für einen Gleichlastlastfall. Sie sehen hier eigentlich die Momentenverteilung hier am Fuß, das ist ein Fußgelenk hier an der unteren Ecke. Da oben haben wir diese Eckbeanspruchung und hier das Feldmoment. Und entsprechend dieser Biegemomentenverteilung ist eben auch die Formgebung gewählt, dass es affin zu dieser Beanspruchung auch das die Querschnitte der einzelnen Elemente dieses Rahmentragwerks so gestaltet sind. Deshalb ist dieser Fuß hier, der ist nur 40 mal 40 cm Querschnittsabmessung, der ist dünn und der wird gegen oben dieser Biegemomentenverteilung folgend, wird er immer dicker bis hier an der Ecke, wo die größte Beanspruchung hier beim Eckmoment herrscht und hier der Riegel, der ist konstant. Man sieht hier die Vorspannung. Dieses Rahmentragsystem, das ist vorgespannt, und zwar sind die Rahmenriegel vorgespannt und auch die Rahmenstiele sind vorgespannt. Und diese Vorspannung hier, man sieht es, sie setzt sich zusammen hier, das sind hier haben wir zwei Kabel, die so durchlaufen, die an der Ecke hier, das ist aus geometrischen Gründen, werden diese Kabel hier nach unten gebogen und das Kabel, das von unten kommt, das ist ein Kabel, das wird zwischen den beiden Kabeln hier nach oben geführt, sodass man hier vorspannen kann für die Riegel und hier kann man für die Stützen die ganze Vorspannung aufbringen. Mit dieser Vorspannung ist dann dieser Rahmen gefügt. Horizontal, hier diese roten Linien, die Sie da sehen, das ist noch eine Spannbettvorspannung. Die wird eigentlich im Werk direkt aufgebracht und die stellt sicher, dass bereits im Werk hier eine Druckkraft drauf ist, sodass wenn man das Handling, wenn man diese Träger hebt und montiert, dass sie hier eben keine Risse erleiden. Hier sehen Sie das Knotendetail. Eben diese Fügestelle, die ist relativ anspruchsvoll zwischen dem Rahmensystem in Querrichtung, aber auch diesen Längsträgern hier. Also hier nochmal diese Spannkabel. Sie sehen hier die zwei Kabel, die im Querschnitt in diesem Rahmenriegel sitzen, die hier so gegen hinten abgespannt sind und das Kabel hier im Grundriss betrachtet, das von unten hochkommt, das zwischen diesen beiden Kabelköpfen sitzt. Also diese Verhältnisse hier, das ist sehr eng, da ist es sehr stark armiert. Dann haben wir hier diese Längsriegel, die sind eigentlich stumpf angeschlossen, hier über eine Verschraubung, hier ist eine Stahlbauverbindung oben und unten, wie das verschraubt ist. Und für die Montage ist eigentlich dieser Rahmenriegel hier, zusätzlich hat es hier noch zwei Bewährungsstäbe, die auch noch gefügt sind, um unmittelbar nach dem Einheben hier eine Verbindung herstellen zu können, bevor das Ganze vorgespannt wird. Aber im Prinzip ist die Vorspannung hier im Riegel, das ist eigentlich das Hauptverbindungselement an dieser Stelle hier. Ein wichtigster Punkt hier ist eben, wir haben hier eine sehr anspruchsvolle Ausführung, weil wir ganz kleine Toleranzen an diesen Stellen haben, die eben eine sehr hohe Genauigkeit in der Herstellung im Werk mit diesen vorfabrizierten Elementen bedürfen. Hier einige Impressionen von der Herstellung vom Rahmentragwerk. Hier sehen Sie die Schalung von den Stützen, die relativ komplex ist, eben dieser Querschnitt, der variiert über die Höhe. Auf dem nächsten Bild sehen Sie die Bewährung, die eingelegt ist. Also hier hinten sehen Sie so, das ist eigentlich so eine kastenförmige Schalung, das ist quasi diese Mutterschalung, wo die Stützen drin sitzen und da sind so wie Schiffsspanten, da wird diese komplexe Form generiert. Hier sehen Sie den Bewährungskorb, die Vorspannung, die hier schon mal eingelegt ist, die dann noch in der Lage dann noch genauer platziert wird und nachher werden diese Elemente im Werk hier betoniert. Hier sehen Sie die Rahmenriegel, die liegen bereit auf dem Hof für den Transport zur Baustelle. Hier diese Öffnungen, hier, das sind die Sättel, die eigentlich für diese kleineren Längsträger dann hier die Auflager bilden. Hier sehen Sie die beiden Öffnungen hier, das sind für die Spannkabel hier, die hier durchgeführt werden. Und diese zwei Stäbe hier sind eigentlich die mechanischen Verbindungen, die direkt nach der Montage gefügt werden können. Hier ist der erste Schritt der Montage der einzelnen Rahmenstiele. Die werden hier über Richtsprieße stabilisiert, ausgerichtet, dann in der Lage hier, das ist doch sehr anspruchsvoll, wir haben hier fast 12 Metern Höhe, dass eben hier dieser Punkt die entsprechende Lagegenauigkeit generiert. Dann hier ist dann bereits ein erster Teil montiert, das ist jetzt die Fernwärmezentrale Waldau. Sie sehen hier auch die Arbeit in erhöhter Lage. Hier die Podeste, um die Vorspannung hier aufbringen zu können. Hier ist jetzt bereits eben dieser erste Teil montiert.
Auf dem nächsten Bild sehen Sie das Rahmentragwerk der Fernwärmezentrale Lukasmühle von oben betrachtet. Da sehen wir hier bereits, auch diese Längsträger sind bereits gefügt. Auch hier diese inneren Längsträger, die sind bereits versetzt. Hier sehen Sie noch diese Lücke, die wird nachträglich vergossen, um hier eben auch die Verbindung herstellen zu können in Längsrichtung von diesem Tragwerk. Dann zu den Dachschätz. Diese Dachschätz, also diese Hauben eigentlich, die da oben drauf gestellt werden, die setzen sich zusammen aus drei Elementen. Das ist transportbedingt, weil die relativ große Abmessungen doch haben hier von diesen 6 Metern und diese Höhe hier. Die sind eigentlich so, das sind im Prinzip wie Schalen- oder Faltwerkartige Tragwerke oder Rahmen in eine Richtung. Die werden hier jeweils bei diesen Fugen hier gefügt. Die haben hier noch einen Knick in der Länge. Und je nach Abschluss, ob es eben hier geschlossen sein soll oder eine Belichtung hier erfolgt, gibt es hier unterschiedliche Abdecksituationen. Hier sehen Sie das Verlegen oder Versetzen von diesen Elementen hier bei der Fernwärmezentrale Lukasmühle. Und hier eigentlich die fertig versetzten Hauben, die jeweils hier haben wir so, das sind so Stahleinlegeteile, die da drin sind. Und hier werden jeweils Rundeisen hier eingeschweißt, um hier bei diesen Punkten hier diese Elemente zu fügen und eine Kraftübertragung zu gewährleisten. Nachher werden die eigentlich zugeputzt, sodass man nachher darauf die Dachhaut applizieren kann. Hier sehen Sie dann ein Bild jetzt von der fertigen Halle, von diesem Dachtragwerk von innen betrachtet, mit diesem Dachschett, diese Riegel, die Längsträger innen, die da abgesetzt sind. Und da noch das Stahlkonstrukt mit diesen spitzen Kesseln, um die bedienen zu können. Genau. Wenn wir da zur Ausfachung kommen, diese Ausfachung, die besteht aus 25 cm dicken Wänden aus Ortbeton. Bei der Waldau sind sie im Bereich des Salzlagers, wo wir eben noch einen Salzhügel haben, der gegen die Ausfachung drückt, etwas dicker gestaltet, um diese Kräfte dort aufnehmen zu können. Bei der Lukasmühle sind sie durchgehend 25 cm dick. Die hat man nach der Aufrichtung eigentlich dieses Rahmenkonstrukts, aber bevor die Schätze versetzt wurden, wurden diese Ortbetonwände dann erstellt. In der Höhe haben die jeweils 2 Arbeitsfugen, um die Höhe beschränkt zu halten vom Einbringen her. Oben dieser Riegel, der sitzt bereits drauf beim Einbringen. Deshalb hat man hier von innen jeweils über einen Keil den Beton eingebracht und von oben hier haben wir so Rüttelröhren eigentlich in diesen Träger eingelegt, um das nachher hier verdichten zu können. Seitlich sind diese Ortbetonwände an diesen Rahmen hier über Rückbiegeanschlüsse, die Sie hier sehen, verbunden, sodass ein Kraftschluss hier stattfindet. Und oben haben wir Dübelstäbe, die in diese Rüttellöcher gefügt sind. Da drüben sehen Sie noch so ein Detail von Sichtbeton. Um hier eine ganz gerade Fuge zu erhalten, gibt es so also eine kleine Leiste, die eingelegt wird, damit das hier eben die Sichtbetonqualität dann erreicht wird, die man möchte. Damit würde ich zum Sichtbeton, ist das Stichwort für Thomas. Ja, hier sehen Sie die ersten Muster, die wir ja schon vor 10 Jahren dann gemacht haben, nach dem Studienauftrag. Und Hans hat mich heute im Vorgespräch auch wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man sich schon bewusst sein muss, dass eben diese Arbeit schon vor 10 Jahren gemacht wurde. Also wir haben da eigentlich nur von der Holzim in der Nähe von St. Gallen im Eco-Radius so einen Hügel mit Bauschutt entdeckt. Und dann hat die Holzim, also der Baumeister, hat dann hier mal erste so Mischabbruch-Recycling-Muster erstellt. Und es ging dann darum, eben wie man diese Mischabbruch-Recycling-Betonwände an der Fassade eben allenfalls auch sichtbar machen könnte. Und wir haben dann auch versucht, eben wie wir die Oberfläche gestalten oder behandeln könnten. Der Versuch, den Beton auszuwaschen, war eigentlich aus ästhetischer Sicht sehr interessant, weil es hatte etwas sehr Grobes, Direktes und auch erinnerte fast so wie an Lehmbauwände, die wir heute auch sehr lieben. Aber es war natürlich schon ein rechtes Risiko dann aus Bauträgersicht und auch aus Ingenieursicht, so viel Backstein, also porösen Backstein, der sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, so stark zu exponieren, der Witterung. Und eben 2010 gab es so ein erstes Merkblatt zu Recyclingbeton, also
Und da war natürlich Recyclingbeton sichtbar machen an einer Fassade überhaupt noch nicht angedacht oder gedacht. In dem Sinn war das dazu mal ein Pilot und die Stadt St. Gallen, die Stadtwerke und der Stadtbaumeister, die haben dieses, sind dieses Risiko eingegangen. Und das ging relativ gut, weil eben bei der Waldau ja keine bauphysikalischen Anforderungen an die Gebäudehülle vorhanden waren. Also die Kessel innen, die machen sehr viel Wärme. Es kann nicht so viel passieren. Auch ein Risslein, auch wenn man es nicht gerne hat, ist nicht gerade der Weltuntergang, eben höchstens vom Lärmschutz her ein Problem. Sandstrahlen haben wir dann gemerkt im Recyclingbett, und man sieht ja, da sind noch Holzstücke drin und hat auch keramische Teile eben, das war wirklich Mischabbruch pur. Die Sandstrahlen war problematisch, haben wir gemerkt, auch wenn man wenig Sand strahlt, sieht man nichts von den Zuschlagstoffen, und wenn man viel Sand strahlt, merkt man hier, werden die weichen Teile so wie zermanscht. Sie haben ihren ganzen Glanz und ihre Prägnanz verloren, und deshalb blieb am Schluss eigentlich gar nichts anderes übrig, als sich für das Stocken zu entscheiden, weil das Stocken führt dazu, dass der Backstein dann so leicht abplatzt, und damit kriegt er auch seine haptische und auch farbige Qualität, die man sich wünscht. In der Umsetzung dann, 4 Jahre später, es gab halt einen Rechtsfall und es ging halt einmal nach Lausanne und wieder zurück, das Projekt, deshalb erst 4 Jahre später dann umgesetzt, haben wir dann mit einem eben Betonlieferanten der Möckli AG in Eschenz gearbeitet, die dann auch eben Prüfwürfel natürlich machen musste, auch für den Ingenieur, um die Festigkeiten nochmals zu bestätigen und abzusichern. Aber wir konnten auch nochmals austesten, eben wie wir bezüglich der Ästhetik und der Erscheinungsweise arbeiten wollten in der Rezeptur. Und ihr seht hier links jetzt, weil jetzt muss ich es anders sagen, die Möckli AG, sie haben ein Sortiersystem, sie können also den Mischabbruch über ein optisches Trennverfahren aufteilen, und sie sind eigentlich fähig, den Mischabbruch wie nach einer optischen Trennung oder ja, nach einer Trennung wieder neu zusammenzusetzen. Und hier dieser linke Teil, der hat jetzt bis zu 100% eben sogenanntes fraktioniertes Granulat drin. Also andersrum gesagt, alle Zuschlagstoffe sind quasi Backstein. Und das führt dazu, dass die dünnsten Zuschlagstoffe, fast sandartig, färben dann quasi als Farbpigmente oder den ganzen Beton. Und wir haben dann uns nicht dafür entschieden, sondern immer noch für diesen quasi gemischte Rezeptur, die also einen Backsteinanteil hat. Und zwar hat sie einen Backsteinanteil in der Korngröße 8 bis 16 mm, aber 0 bis 8 und über 16 mm haben wir andere Zuschläge, also konkret Granulat. Oder wie sagt man, Betongranulat. Das ist auch Recycling, natürlich auch rezykliertes Material, aber nicht Mischabbruch oder eben nicht Backstein. Bei der Lukasmühle haben wir dann den sogenannten klassischen Recyclingbeton genommen, also eben RCCC, also Concrete, also recycelter Concrete oder Betongranulat wieder recycelt und zum Beton gemacht. Die Gründe dafür können wir vielleicht nachher besprechen. Ein bisschen Kostengründe, ein bisschen Risikoüberlegungen in der Bauherrschaft, ein bisschen genug von Architektur für Zentralen. Also so eine Mischung von Argumenten. Das ist eine sehr interessante Tabelle, die könnten wir vielleicht auch am Schluss nochmals genauer anschauen, aber auch du, Hans, könntest vielleicht ganz kurz das dazu sagen. Ja, man sieht hier einfach die Zusammenstellung der wichtigsten Parameter eigentlich dieser beiden Betone, eben Waldau und Lukasmühle, die sich
primär mal in erster Linie unterscheiden, nämlich durch diese Recyclingbetonzuschläge. Man sieht beim Mischgranulat, haben wir in Waldau 55%, ist eigentlich Mischgranulat, beziehungsweise ist eben kein Mischgranulat, sondern sind nur Ziegelkomponenten, also wirklich, die eben nochmal eben ausgesiebt und gefiltert sind. Und bei der Lukasmühle haben wir einfach den zulässigen Anteil von 5%, der da drin enthalten sein kann. Und beim Betongranulat haben wir bei der Waldau den Rest eigentlich. Wir haben überhaupt keine Primärkiesen, auch keinen Sand drin. Wir sind wirklich reine Recyclingzuschläge, während wir bei der Lukasmühle einfach größer 25% haben, in der Regel aber kleiner 50%. Das ist eigentlich wie ein klassischer Recyclingbeton, ein RCC 25 jetzt nach dem neuen Merkblatt, den wir hier verwendet haben. Das sind so die Unterschiede. Und was dann vor allem ein Unterschied war, man sieht das da unten in dieser Besonderes. Wir hatten, als Anekdote, als ich zum Projekt kam, haben wir diese Muster gesehen, die man eben irgendwie, glaube ich, 12 oder so ausgeführt hat. Und die ließ man irgendwo liegen im Hinterhof. Und da ging da die Witterung drüber und so weiter. Moos fing an zu wachsen. Und als wir das betrachtet haben, da wurde ich etwas unruhig, weil diese Oberfläche war sehr schlecht im Zustand. Und da hat der Frost eingewirkt und die ganze Witterung. Und das hat uns schon noch ein bisschen auch Bedenken bezüglich der Dauerhaftigkeit der Oberfläche. Einerseits die Bewährungskorrosion, da es eben eine sehr poröse Oberfläche ist. Und andererseits eben auch die Frostbeständigkeit der Oberfläche, hat mir schon Bedenken. Und das hat bei der Waldau dazu geführt, dass wir bei der Bewährung haben wir eigentlich die erste Lage verzinkt ausgeführt, um einen erhöhten Korrosionswiderstand hier zu erhalten. Und darauf konnten wir dann in der Lukasmühle verzichten. Das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied, der aber eben, wenn man jetzt dann in die Nachhaltigkeitsüberlegung mit eingehen, dann doch auch nicht unentscheidend ist. Kann man vielleicht mal so viel zu dem. Du noch gut? Genau, also hier sieht man eigentlich gerade so die Kaskade der Ausführung. Das ist quasi wie so eine Linienbaustelle, die wir ausgeführt haben. Man sieht am rechten Ende hier, unten sind noch die Öffnungen für Betontore. Das wäre noch eine Besonderheit. Die ist nicht Thema jetzt, aber war durchaus nicht uninteressant. Die sind 6 Meter hoch, aus Beton gefertigt, doch eher schwer. Dort ist die Ausfachung bereits fertiggestellt. Man sieht dann 2 Felder weiter, wie die oberste Etappe eingefügt wird. Außen ist zugeschaltet. Auf der Innenseite gibt es einen Keil, wo man von innen den Beton eingibt und nachher den Keil wieder zurückspitzt. Das sieht innen nicht so hübsch aus, aber muss es nicht dort. Und dann sieht man hier diese Kaskade, wie dann die ganzen Schalarbeiten hier und Bewährungsarbeiten vonstatten gingen. Hier das maschinelle Stocken. Man hat hier auch viel Diskussion geführt, was ist denn beim Stocken? Es gibt jetzt die klassische Handstocken, das ist relativ kostenintensiv und zeitintensiv, gibt natürlich die schönsten Ergebnisse. Man hat dann so einen Mittelweg beschritten, dass man das eigentlich mit diesen Geräten, die man hier sieht, vornimmt. Das ist eigentlich so ein maschinelles Stocken. Man sieht hier beim unten das Gerät von der Vorderseite. Das sind so kleine Rädchen, die so drehen. Es gibt noch so einen Absaugschlauch, damit der Staub nicht da überall rumwirbelt. Und damit wird dann die Betonoberfläche maschinell gestockt und man sieht dann hier das Ergebnis, wie diese Ziegelzuschlagstoffe dann zum Vorschein kommen und diese relativ matte Oberfläche dann auch generieren, die sich auch jetzt deutlich abhebt eigentlich vom vorfabrizierten Rahmentragwerk, das halt sehr glatt und eher dunkel in Erscheinung tritt. Genau. Das ist die finale Impression und wir treten jetzt gerne in den Austausch mit euch. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich doch alle Teilnehmer vom Gespräch nach vorne bitten. Gibt es direkt Fragen jetzt zum Input? Nein, dann starte ich mal. vielleicht, wir haben jetzt gesehen, das ist ja relativ komplex alles. Schon von der Planung her, wie sah das aus in der Ausführung, Andreas Dombrowski, oder? Sie haben das ja dann mit Ihrem Team umgesetzt. Können Sie noch mal
kurz erklären, der Bauablauf und was so Ihre Schwierigkeiten vor Ort waren. Ich gehe hier mal eine Folie weiter. Genau. Die Stutz AG hat Lukas Mülli gebaut. Und wir haben die Baumeisterarbeiten ab Okamagerbetonsohle mit Spreeskanz Ausfachung. Die war aber einen Meter unter der Kellerdecke. Das war von dem her erschwerend gewesen, nach dem Hinterfüllen und dem Deckel, der drin war, hat man die ganze Spreeausfachung ausbauen innerhalb des Gebäudes und das Zeug alles runterlassen von der Decke und eigentlich bei den Öffnungen, die vorhanden waren, ausbauen. Nachher hat man im Bereich Deckenbeton die Stützfüße vom Elementbau, die haben massgenau versetzt werden. Also da ist auf den Zentimeter eigentlich. Weil der Vorspannkabel, Leerrohr und die ganzen Achssysteme sind auf das abgestützt. Dann ist der Elementbau gekommen, der hat die ganze Skelettkonstruktion erstellt. Und wir haben grundsätzlich gegenüber der Waldau haben wir das Fassadengerüst aussen dran komplett erstellt. Wir haben die Ausfachung ohne Kletterkonsolen gemacht, auch im Hinblick auf das Bauprogramm, weil ich denke, in der Waldau haben sie mit Kletterkonsolen länger. Hier mit dem Fassadengerüst, wo wir innen und aussen gestellt haben, erfordert natürlich eine Planung im Bereich vom Innengerüst, weil die Träger die sind konisch und wenn man die Schalungen anlupft und man hat keine Konsole, dann wird man Mühe haben mit den Schalungen zum Einfahren. Weil es sind gleich auch drei Etappen, wo man betoniert haben und die Übergänge sind eigentlich das Maß der Dinge. Die konische Betonleisteneinlage, die muss eigentlich perfekt sein. Weil die Schalung, wo man anstellt und wenn das nicht stimmt, dann hast du Kiesnester und hast Auswäschungen und da ist dann an und für sich nicht das, was man eigentlich beim Sichtschalungsbau will haben. Den Oberschuss, den haben wir mit einer Self-Back-Recycling-Mischung müssen machen, weil man bringt das sonst nicht voll. Wir hätten zwar Einfülltrichter hier oben gehabt, haben wir auch am Anfang probiert, aber die Luftschicht unter dem Träger, die bringst du mit normalem Beton, mit der Leisteneinlage fast nicht an. Aber von der Betonkonzession ist es genau das Gleiche, hat einfach andere Zusatzmittel. Also Self-Back heisst selbstverdichtender Beton. Ja. Ja. Er ist dann ein bisschen teurer, aber dafür haben wir Qualität. Sichtbar am Recyclingbeton siehst du keinen Unterschied. Zwischen den einzelnen Etappen, das ist eigentlich... Da ja, siehst du keinen Unterschied. Also man sieht auch keinen Unterschied gegenüber einem Normbeton. Ja. Visuell. Und das Tragwerk, habe ich richtig verstanden, das hat die Element AG versetzt, oder? Dort haben wir eigentlich Schwierigkeiten gehabt im Bereich Vorspannung und Fugen ausfüllen. Ist teilweise nicht sauber geschaffen worden und dann ist natürlich beim Elementversetzen schon nicht so gut. Und vor allem beim Ausinitiieren. Weil die Vorspann, also die Stahltonne, geht dort zuerst mit Wasser spülen. Und da hat es an einigen Stellen dann rausgesabbert. Und da machen sie eigentlich auch als Selbstschutz. Wir könnten ja auch einfach initiieren, aber dann läuft die Hose dann einfach über den Bau runter. Und so hat man dann eigentlich die Möglichkeit gehabt, zum eruieren, wo die Stellen sind. Aber es gibt dann jedes Mal halt wieder eine schnelle Aktion. Und das Elementwerk von Feldheim kommt natürlich auch nicht gerade immer. Die Distanz ist ja dann das Problem. Ja, klar. Und nachdem die Skelettkonstruktion dann fertig war, sind dann nachher die Schattenelemente versetzt worden.
plus die Betonbretter, Fassaden, ja. wo wir jetzt auch in der Lukasmühle auch ein bisschen Probleme hatten. Also, mit. Das Prunkstück war eigentlich ein bisschen der Problemfall. Aber das Handling ist dann trotzdem gegangen. Ja. Braucht einfach ein bisschen Nerven. Und vielleicht noch eine Frage zum Stocken. Das habe ich in Erinnerung, dass das eigentlich eine Person machen muss, die, dass es gleich aussieht. Aber wir haben die sind etwa 1000 Quadratmeter, das ist reines Handstocken. Ja. Pro Mann Tagesleistung etwa 12 bis 15 Quadratmeter. Aber der Effekt ist natürlich gegenüber dem Wald, auch dort haben sie wahrscheinlich Flächenfräse, also Flächenstocken genommen. Man sieht natürlich konstruktiv im Stocken sieht's viel besser aus. Man kann viel, viel, viel gleichmäßiger fahren und die Bedingung ist, dass die zwei, drei Steinhauer eigentlich die gleichen sind, dass die eigentlich eine Gleichmäßigkeit anbringen. Mhm. Ja. Aber vom Visuellen her ist das eigentlich schon der Ferrari. Und Sandstrahlen nicht zu empfehlen, sieht man gar nicht. Feinstocken ist ein bisschen besser. Mittelstark und markant ist eigentlich fast zwingend, dass man kann sagen kann, man hat etwas an dem Beton gemacht und man sieht auch, dass es ein Unterschied ist. Mhm. Manchmal gibt man viel Geld aus für etwas, wo man sichtbar zu wenig sieht. Darum mittelstark stocken wäre eigentlich schon das Richtige. Und was macht man bei den Ecken und Kanten? Also das funktioniert ja nicht mit dem Kanten Gerät, werden, oder? Kanten werden gesteppt und die Ausführung ist sowieso scharfkantig und er fährt bis knapp dran an und dann tut er das Stockwerk wechseln und dann tut er ein anderes Werkzeug nehmen, wo noch ein bisschen feiner Kanten kann bearbeiten, ohne dass sie bricht. Ja, und sonst hast du ja nur eine Bruchkante. Wobei richtigerweise wäre, wenn man Kanten mit einer kleinen Dreikantliste schalen und dann steppen. Das wäre eigentlich das Richtige. Dann hat man eigentlich keine Ausbrüche an den Kanten. Die Kanten werden immer wieder mal nachbrechen mit den Jahren. Einfach von der Witterung her. Frost auch, also Frostwechsel. Und nass und wieder Frost, da wird mit den Jahren wird da sicher Spuren hinterlassen. No. Aber so das Handling mit dem Recyclingbeton, das ist wie normale Beton. Inzwischen. Er ist ein bisschen günstiger sogar der Recyclingbeton. Ja. Es wird zu wenig eingesetzt. Die meisten Bauten, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, da will die Bauherrschaft kein Recyclingbeton. Was ist das? Vielleicht auch aus dem WD-Konzept raus. Die meisten Kellerbauten sind unter einem WD-Konzept und da ist Recyclingbeton halt nicht gerade geeignet. Wen den RCC? Ja. Thomas, vielleicht die Frage noch an euch und Hans Seelhofer. Wie kam Recyclingbeton eigentlich ins Projekt? Ihr habt den Systembau erklärt vorhin. Das war eigentlich so die Idee, der Ausdruck für die ganze Stadt, Wiedererkennung auch. Wie kamt ihr, war es eure Idee mit dem Recyclingbeton? Also es war schon ein Input auch des Ingenieurs in der Studienauftrags- oder Wettbewerbsphase und uns hat es natürlich sehr gepasst. Wir wollten einfach etwas wirklich nicht Hochfestes, wir wollten wirklich etwas Mageres. Das war so unser Wunsch, Magerbeton. Und dann kam in diesem Dialog der Input, nehmen wir doch Recyclingbeton. Und eben das war ein sehr innovativer Gedanke zu der Zeit und den haben wir dann portiert. Und
es hat natürlich schon gestimmt, weil es ging ja schon inhaltlich, ging es ja bei diesen Fernwärmezentralen, auch wenn jetzt in den zwei, die man sieht, Gas oder Öl verbrennt wird, oder für diese Spitzenlastphasen am Montagmorgen im Winter, wenn die Haushalte Wasser oder warmes Wasser brauchen, aber auch die Industrie. Aber über alles gesehen ist es ja ein nachhaltiges Energiekonzept, das die Stadtwerke da verfolgen und auch die Stadt St. Gallen. Und da war natürlich der Recyclingbeton auch Mischabbruch als Ausdruck für ein Kreislaufdenken natürlich schon das richtige Ausdrucksmittel auch. Also ja. Wir haben schon immer von dieser, ja, von diesen Imagefaktoren gesprochen. Mhm. So auch wie die Solardächer waren dazu mal, sagen wir, so integriert in eine architektonische Form, auch noch sehr speziell. Natürlich war es immer der Ökonomiegedanke, war immer ein bisschen noch bedrohlich, weil 6x6 Quadratmeter Solarflächen eben sind klein. Aber wir haben auch gesagt, es ist halt eben nicht nur die Energienutzung, es ist auch der Ausdruck des Gebäudes. Also wir haben schon versucht, alle, sagen wir, tektonischen Mittel ein Stück weit ja, in den Ausdruck der Funktion zu bringen. Und ihr habt dann vorhin gezeigt, es gibt ja diese zwei verschiedenen Mischungen, Lukasmühle und Waldau. Also einmal mit dem Mischabbruch, einmal wirklich mit Betongranulat. Könnt ihr das noch ein bisschen genauer ausführen, was dann so die Gründe waren, warum gewechselt wurde? Eigentlich ist der Ausdruck ja wunderschön mit dem roten Mischabbruch. Eben, das war, wie Thomas begründet oder mal so ein bisschen angedeutet hat, das war so eine verschiedene Gemengelage eigentlich, die dazu geführt haben. Zum einen, also man hat das nochmal auch kritisch hinterfragt, oder? Wir haben diese verzinkte Bewehrung. Wir haben versucht, eben die Oberfläche bei der Balta mit einer Hydrophobierung ist die eigentlich geschützt, dass eben dort die Frosteinwirkung etwas reduziert wird, so gut es geht. Und es war auch ein bisschen ein Experiment, man hat das damals gemacht. Man hat dann aber auch nochmal überlegt, auch die Entwicklung ging natürlich vonstatten, also es ist wirklich so, es war so 11, 12, oder wo man so das Recycling-Merkblatt kaum, einzelne Recycling-Anwendungen waren da, aber noch nicht so wie heute, so verbreitet. Also man muss es schon ein bisschen sehen, man sieht auch ein bisschen die Historie abgebildet. Man hat es dann nochmal kritisch hinterfragt und gesagt, ja, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Diese verzinkte Bewehrung, das ist eigentlich auch nicht sehr nachhaltig, das zu verwenden. Die Nachhaltigkeit vom Recyclingbeton generell hat man auch mal hinterfragt. Also ist eigentlich, man schont Ressourcen, aber die Treibhausgase sind identisch und nicht unterschiedlich. Hier ist sogar so, dass eigentlich bei der Lukasmühle ist es deutlich besser, weil wir bei der Waldau haben wir ehrlicherweise ist CM1 drin, das ist wirklich reiner Portlandzement drin. Der hat einen schlechten eigentlich Fußabdruck für die Treibhausgase. Da wurde man inzwischen schon etwas auch klüger, das besser betrachtet und hat das wie nochmal dann angeschaut, ja, macht das Sinn? Oder könnte man auch mit einem normalen Recyclingbeton eben ohne die Nachteile, die man hat, ein ähnliches Bild erreichen? Und hat natürlich auch also auf der Bauherr hat das vor allem auch so mal kritisch hinterfragt, uns da gechallenged, gesagt, so bitte prüft das nochmal. Wir haben jetzt die Chance ja, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen für uns auch ein Unikum oder etwas vom Systembau, dass man baut nochmal etwas und hat die Chance eigentlich aus allen Dingen, die nicht ideal liefen, beim ersten Mal zu lernen und etwas zu verbessern. Und das war auch so der Start eigentlich in die Lukasmühle, wo wir wieder aufgenommen haben, das Projekt, dass wir einfach nochmal alles durchgegangen sind, alle Dinge, was könnte man wo verbessern, ohne natürlich in den Grundfesten der Konzeption da große Änderungen vornehmen zu müssen. Und ein wichtiges Argument seitens Bau war natürlich der Transport. Also der Recyclingbeton aus Eschenz, das waren 70 Kilometer Distanz. Und der war halt nicht im Eco-Radius. Und im Argumentarium ist das ein schwieriger. Und wenn man eben diesen, sagen wir, fraktionierten oder hochwertigen Mischabbruch-Recycling nicht gerade eben im Eco-Radius drin erhält, fallen man schon ein paar Argumente weg. Okay, und ja. Was ist denn der Eco-Radius? Wie weit also wäre das? 20 Kilometer. Aha, nur, ja. Okay. Hat man da noch überlegt, ob man den Anteil am Betongranulat
hat man da noch überlegt, ob man den Anteil Betongranulat steigern kann Richtung 75-100%? Oder waren das auch so, welche Überlegungen haben dazu geführt, dass eigentlich größer 25, kleiner 50 dann zu wählen? Ja, man ist dann eigentlich, man hat dann wie auch gewählt. Das war auch vom Bauherrn ein bisschen, dass man sagt, man weniger Experimente und mehr das, was direkt aus dem Katalog kommt, mehr oder weniger. Hat man versucht, ein bisschen hier auf die Standards zurückzugehen. Man wollte weniger diese quasi innovative Experimentalflächen dann nehmen, sondern einfach wirklich hier einfach quasi zurückfahren auch etwas. Das war schon vom Bauherrn her auch gesteuert. Darf ich noch schnell fragen? Also diese Reduktion des Mischgranulats, es ist jetzt immer vom Experiment die Rede. Also hat es denn auch jetzt rückblickend Probleme gegeben, Risse gegeben, Schäden gegeben? Oder das war nicht der Grund? Ja. Also man hat jetzt ja sozusagen ein Labor, wo man das testen kann. Also wie ist denn jetzt sozusagen der Blick, der Bewertungsblick zurück? Das Experiment. Danke. Andreas hat gerade gesagt, es hat Risse, aber es gibt keine Probleme mit diesen Rissen. Also auch die Westfassade hält sich gut. Nein, es funktioniert. Wir haben aktuell, und das ist jetzt auch schon 5, 6 Jahre alt, das Gebäude, haben wir absolut keine Probleme. Wir hatten keine Schäden oder Sanierungsvorhaben. Und es zeigt, es haben sich auch keine angedeutet. Aber eben, ich glaube, ja, du hast den besseren Begriff. Also das Material ist schon spröder und reagiert stärker auf Wärme- und Witterungseinflüsse. Eben, das heißt, wir haben schon ein bisschen mehr Rissbildung, aber es sind Haarrisse aktuell, oder kann man sagen? Ja, nein, es ist also eben, sie sind eigentlich nicht schädlich. Also man hatte bei der Wald, aber beim Einbringen des Betons, das war nicht, also wir haben recht hohe Etappen, bis zu 6 Metern. Und durch diesen hohen Ziegelanteil, das war schon, und wir hatten zum Teil auch im Sommer durchbetoniert, bei hohen Temperaturen, und der Beton war dann nicht so gut bearbeitbar. Das war nicht so einfach, sage ich mal. Das war so die Rückmeldung vom Bauunternehmer, der die Wald auch gebaut hat. Das war schon ein bisschen. Aber im Grundsatz haben wir schon wirklich eigentlich keine Probleme. Auch die Dauerhaftigkeit gab es bis jetzt keine Beanstandungen. Es ist einfach festgeschrieben, natürlich, das muss man auch sehen, dort die Hydrophobierung hat jetzt beim, und dass man ja heute auch unterschiedlicher Ansicht, ob Hydrophobierung beim Neubau sinnvoll ist oder nicht, auch wieder für die Wiederrezyklierfähigkeit und dergleichen oder die Oberfläche, was man da tut. Und da bei der Waldau ist es schon auch wichtig, dass eben halt in diesem Rhythmus, und die hält nicht so lang, die ist bei 10, 15 Jahre, da muss man die erneuern, die Hydrophobierung, das muss man dort schon zwingend auch tun, glaube ich, um die Dauerhaftigkeit der Oberfläche zu erhalten. Und da ist die Lukasmühle robuster in der Beziehung natürlich. Also das hat auch ein bisschen mitgeholfen. Also es vielleicht beim Stocken, das wäre noch ein Begriff, da hatten wir schon, dort haben wir ein bisschen geübt auch mit diesem maschinellen Stocken. Das war mal ein erster Durchgang, man sah nicht so viel. Dann mal einen zweiten Durchgang und dann dreimal mal das mehr geübt dort. Das war so ein bisschen noch die Lehre, wie viel es dann auch braucht. Und der Bauherr hat das natürlich, dort waren auch immer dann Kostenthemen und so weiter drin, wie sieht man das gut oder nicht, und er hat das so ein bisschen das noch mitgenommen. Das sind ja manchmal auch so fast so subjektive Dinge eines Bauherrn, wo er wie fand, das ist problematisch, auch wenn da die sachlichen Zusammenhänge manchmal nicht gegeben sind, die er einfach mitnimmt und dadurch jetzt auch ein bisschen dann, wie gesagt, hat, ja, er ist da nicht mehr so bereit, auch wenn das Experiment quasi funktioniert hat, das nochmal zu tun. Ich möchte diese Frage vielleicht auch noch weiter an Kathleen Hoffmann geben, unsere Expertin heute Abend. Allgemein, also was ändert denn der rezyklierte Zuschlag die Verwendung bei Frischbeton und Festbeton? Gerne, also man hat es glaube ich schon gehört, grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Arten von rezyklierter Gesteinskörnung, einmal das Betongranulat und einmal das Mischgranulat. Wir können sagen, die charakteristischen Eigenschaften von dieser rezyklierten Gesteinskörnung sind tendenziell anders im Vergleich zu einer natürlichen Gesteinskörnung, wie beispielsweise Alluvialkies. Der Unterschied zwischen den Gesteinskörnungen, Primärgesteinskörnung, natürlicher Kiessand zu einer rezyklierten Gesteinskörnung,
ist umso größer, je mehr wir Anteil an Mischgranulat haben. Betongranulat ist in etwa vergleichbar, hat aber auch Unterschiede. Mischgranulat tendenziell noch stärkere unterschiedliche Eigenschaften. Wenn ich von den Eigenschaften spreche, dann ist es hauptsächlich zum einen die Festigkeit, dann zum anderen auch die Porosität des Gesteinskorn, was wiederum die Rohdichte auch beeinflusst und die Wasseraufnahme von dem Material, also von dieser Gesteinskörnung. Wir haben es von Hans schon gehört. Man hat teilweise gerade in den früheren Zeiten, also mit recyceltem Beton angefangen hat, dieses Ansteifen, dieses Phänomen sehr häufig noch erlebt, wo man gemerkt hat, dieses Granulat zieht recht stark Feuchtigkeit, Wasser aus der Frischbetonmatrix. Dem kann man mittlerweile recht gut entgegenwirken, zum einen über die Aufbereitungsart und Qualität, zum anderen aber auch über die Zusatzmittel, die man teilweise beigibt, die diesen Beton recht gut verarbeitbar lassen. Eben Festigkeit, Porosität, Rohdichte, das Wasseraufnahmevermögen, aber auch die Elastizität oder das Elastizitätsmodul der Gesteinskörnung, die wiederum auch das Elastizitätsmodul oder die Verformbarkeit des Betons unter Auflast beeinflusst. Je höher der Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung, desto tiefer der E-Modul, das Verformungsverhalten ist größer tendenziell. Das heißt für uns, wenn wir zum Beispiel weit gespannte Decken ausführen wollen, müssen wir Obacht geben, die Durchbiegungen sind dann tendenziell größer aufgrund des geringeren E-Moduls, als wenn wir mit einem Primärbeton arbeiten würden. Das Schwinden und Kriechen, als letztes noch diese Eigenschaft, das Schwindverhalten, die Kriechverformung sind auch tendenziell höher, aber auch da immer in Abhängigkeit, was für eine rezyklierte Gesteinskörnungsart verwende ich, bei Mischgranulat wesentlich stärker der Unterschied und wie hoch ist der Anteil im Beton. Und es gibt Einschränkungen bei der Anwendung, oder? Also wenn ich jetzt so höre, was das mit sich bringt, ich habe mich nur gefragt, kann man eigentlich fertige Elemente auch aus Recyclingbeton in Zukunft herstellen? Was bräuchte es dafür? Richtig, also die Einsatzgebiete von Recyclingbeton sind unterschiedlich, in Abhängigkeit wieder auch zu der rezyklierten Gesteinskörnungsart. Beispielsweise den RCC, das ist der Recyclingbeton aus Betongranulat, das C steht für Betongranulat, kann sowohl für den Hochbau, also für die Betonsorten 0 bis A bis C angewendet werden und teilweise auch für den Tiefbaubereich. Bei den Mischgranulat ist das da schon wieder eine stärker eingeschränkt, da nicht in den Tiefbau und auch in dem Hochbau in bestimmten Betonsorten. Bezüglich Fertigteilindustrie, wir möchten natürlich beim Fertigteilbetonbau sehr schnelle Ausschaltzeiten haben. Das heißt, wir arbeiten da mit einem Portlandzement, mit CEM-1-Zementen, die eine sehr schnelle Festigkeitsentwicklung uns bringen. Wenn wir mit einem Recyclingbeton arbeiten möchten, wir tendenziell eher in die Nachhaltigkeit, in die Ressourcenschonung. Wir arbeiten da tendenziell mit ressourcenschonenden Zementen, mit klinkerreduzierten Zementen. Bedeutet aber auch, dass wir da eine etwas längere Festigkeitsentwicklung haben, eine langsamere Festigkeitsentwicklung haben, sodass der Recyclingbeton als solcher tendenziell eher weniger im Fertigteilbetonbau eingesetzt wird. Aber ich kenne auch Unternehmen, die in diesen Bereich hineingehen wollen. Man muss dann schauen, wie das mit der Wärmebehandlung funktioniert, auch mit Entringitbildung, mit dem Sulfat, mit Sulfattreiben. Also das sind jetzt Untersuchungen, die derzeit anlaufen. Ja, aber ansonsten hauptsächlich Ortbeton. Und wenn wir uns überlegen, es entstehen ja einfach sehr viel Abbruchmaterial, oder? Jährlich. Wird denn das alles verwendet oder gäbe es Potenzial, noch mehr Recyclingbeton zu verbauen? Wie ist das? Also ich habe etwas gelesen, dass jährlich 67 Millionen Tonnen Gesteinskörnung beansprucht werden für die Betonproduktion und beim Rückbau allein eigentlich in der Schweiz 17 Millionen anfallen. Werden diese 17 Millionen verwendet oder was geht auf die Halde? Genau, die 17 Millionen Tonnen, das sind mineralische Rückbaumaterialien. Das heißt, wir unterscheiden hier zwischen Ausbauasphalt, Betonabbruch, Mischabbruch und dann diesem Kiessand oder Recycling-Sand. Das heißt, dass der Anteil von den 17 Millionen Tonnen von dem Betongranulat 6 Millionen sind derzeit und circa 2 Millionen Tonnen für Mischabbruch.
Öffentliche Bauherrschaften oder auch nachhaltig motivierte Bauherren möchten oftmals einen sehr hohen Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung verwenden. Und da müssen wir aber auch sagen, die Verfügbarkeit von diesen Materialien ist zwar vorhanden, aber auch beschränkt. Und sie ist auch regional unterschiedlich vorhanden. Sodass ich sagen muss, wir können einen Teil mit recyceltem Beton herstellen, aber es wird immer noch ein Großteil mit primär Gesteinskörnung produziert werden. Gibt es noch Fragen? Vielleicht bloß noch eine ganz gerne eine Ergänzung. Hans, du hattest das noch gesagt wegen der Rissbildung. Würde ich gerne noch kurz darauf eingehen wollen. Ich glaube, die Rissbildung als solche bei dem Beton entsteht eigentlich oftmals gerade im frühen Zeitraum. Risse oftmals da, wenn dann die Zugfestigkeit des Betons überschritten wird, was natürlich im frühen Stadium ist, im frühen Alter der größte Teil des Falles ist. Und diese Risse sind oftmals, wie sagen, plastische Schwindrisse. Die Bedingungen oder die Ursache haben sie in einer unzureichenden oder vielleicht nicht ganz qualitativ hochstehenden Nachbehandlung. Und auch da der Recyclingbeton bedarf in diesem Punkt aufgrund dieses Ziehens von Wasser und einen höheren Wasseranspruch weniger Wasserüberschuss, der dann vielleicht noch einen gewissen Puffer geben würde bezüglich Austrocknen, bedarf eigentlich noch einen größeren Augenmerk. Deswegen, ich möchte nicht sagen, dass die Rissbildung tendenziell größer ist oder das Risiko höher ist. Ich möchte eher sagen, ein bisschen stärker auf die Nachbehandlung noch achten bei recycelten Betonen. Und wissen Sie vielleicht, wie der Prozentsatz ist? Was wird jährlich an Recyclingbeton verbaut? Nicht ganz genau. Ich weiß, 2017 waren es ungefähr 15% vom gesamten Betonvolumen, waren Recyclingbeton. Ich schätze jetzt derzeit sind es ungefähr 18%. Ich nehme an, der Anteil wird sich erhöhen. Auch im Hinblick auf die Vorgaben bezüglich nachhaltigen Bauen, auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsstandards, Minergie. Thomas hatte schon gesagt, wir haben da das Minergie Eco Label, was auch Recyclingbeton vorgibt. Es geht natürlich auch um die Verfügbarkeit, inwieweit haben wir die natürliche Gesteinskörnung noch verfügbar, die Zugänglichkeit, wie können Abbaugebiete eröffnet werden. Das wird zunehmend immer schwerer. Also wird man sich gerne auf die sekundäre rezyklierte Gesteinskörnung noch zurückbesinnen. Ich glaube, es wird sich noch erhöhen. Der Anteil ist schon sehr hoch, ist in der Schweiz Recyclingbeton ist etabliert, möchte ich sagen, im Vergleich zu Deutschland oder Frankreich oder Österreich, die wesentlich weniger an Recyclingbeton haben als hier in der Schweiz. Und von der Nutzung kommt ja noch hinzu, dass auch Feinanteil immer mehr verwendet wird in Zementen, oder? Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen vom Abbruchmaterial, dass man eigentlich immer mehr verwendet davon. Gerne. Grundsätzlich sagen wir möchten gerne komplett die gesamten Fraktionen der rezyklierten Gesteinskörnung verwenden. Das heißt die Feinfraktion 04, Sande, wie auch dann die groberen Gesteinskörnungen. Betontechnologisch ist das teilweise eine große Herausforderung bezüglich Wasseraufnahme, Schwindverhalten. Die Dauerhaftigkeitsaspekte werden teilweise beeinträchtigt und vor allem das beim Mischgranulat, sodass man vor einigen Jahren dann Holzim gesagt hat, wir würden sehr gerne das Material, diese feine Fraktion vom Mischgranulat, die bis anhin dann größtenteils deponiert wurde, möchten wir zurückführen in das Zementwerk. Und dieses Mischgranulat als eine ausreichend verfügbare Sekundärrohstoff, die in sehr kurzen Transportwegen vorhanden sind zum Zementwerk, verwenden als einen weiteren Hauptbestandteil. Das heißt, ein weiterer Hauptbestandteil zum Klinker. Wir haben also die Möglichkeit, den Klinkeranteil zu senken durch den weiteren Hauptbestandteil des Mischgranulates und dadurch auch die CO2-Emissionen zu senken. Vorteil ist wirklich bei dem Mischgranulat, wir haben ihn vor Ort, wir haben ihn national, regional vorliegen. Wenn man an die anderen Zemente teilweise denkt, die Flugasche haben, Hüttensande haben, die über 1000 Kilometer teilweise in die Schweiz transportiert werden und wo die Verfügbarkeit mit im Hinblick auf die Umstellung auf regenerative Energien immer unverlässlicher wird, muss ich sagen, ist es ein guter Schritt, ein sehr schöner Schritt, den man hier gegangen ist. Und dazu kommt ja eigentlich, dass man mit dem Feinanteil vom Mischgranulat dann auch farbige Ergebnisse bekommen könnte, oder?
Also wir haben ja vorhin diesen Vergleich gesehen, anfangs diese erste Etappe. Ja, Prüfwürfel. Also dieser Zement, dieser ressourcenschonende Zement, der jetzt Mischgranulat beinhaltet, da werden Sie kaum einen Unterschied sehen. Vielleicht, wenn Sie jetzt einen Kalksteinzement oder einen Beton mit Kalksteinzement haben, der tendenziell heller ist, werden Sie, wenn Sie den anderen Beton mit dem sogenannten Susteno-Zement, ZND-Zement verwenden, werden Sie vielleicht tendenziell, wie das Licht auch gerade einfällt, einen leichten rötlichen Schimmer sehen. Aber ich möchte behaupten, es ist kaum auffällig. Ich glaube, dieses Beispiel, was wir so schön gesehen haben, war, man hat es wirklich als weiteren Zusatzstoff eigentlich verwendet. Und dadurch war es in der Verbindemittelmatrix mit drin. Aber wir verwenden es wirklich im Zement drin, sodass das nicht so augenscheinlich wird. Okay. Mhm. Gut, vielen. Hast du noch eine Frage? Ja, wir haben noch erwähnt, dass die Bauherrschaften eigentlich auch neben der Verfügbarkeit der Recycling-Granulate sehr oft die Hemmschwelle oder der Widerstand, pièce de résistance bilden, um einen Recyclingbeton einzusetzen. Warum? Mit welcher Begründung? Also wir kommen jetzt ja natürlich von der, also unser Tätigkeitsgebiet oder unser Experiment war ja natürlich die Außenhülle, also Sichtbeton in gestocktem Mischabbruch Recyclingbeton. Das würde mich auch nochmals wundernehmen, ob jetzt in den neuesten Leitlinien eben zur Sichtbarmachung von Recyclingbeton etwas sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, innen, würde ich sagen, hat sich das beinahe etabliert bei eben, wie Sie sagen, progressiven Bauherrschaften. Im öffentlichen Bauwesen sowieso. Also durch die Nachhaltigkeitslabel ist es oft eben durch SNBS und Minergie ECO ist es eigentlich gegeben. Deshalb in der Projektierung, dass bei uns eigentlich gang und gäbe, dass es eigentlich standardmäßig eingesetzt wird. Einfach mit der Einschränkung, nicht bei bewitterten Wasserflächen Mischabbruch. Das ist schon so, da bewegen wir uns außerhalb dieses SCMR-Platz, oder? Das war uns bewusst, deshalb auch das Experiment, oder? Das war so außerhalb vom Etablierten. Aber das Image des Recyclingbetons, nicht gleichwertig, minderwertig oder so, ist nicht mehr vorhanden in den Bauerschaften? Also ich stelle das nicht fest, nein. Es ist eher so, dass... Ich kann vielleicht etwas sagen, der größte Bauherr in der Ostschweiz, Fortimo, will kein Recyclingbeton. Mit was für einer Begründung? Keine Ahnung. Was mir bewusst wurde... Das überrascht eigentlich. Wenn man von Kreislaufwirtschaft spricht oder eben auch von regionalen Kreisläufen, das wurde uns schon bewusst, auch bei der Lukasmühle nochmals. Es gibt natürlich Lieferketten in der ganzen Betonproduktion. Und im Bodenseeraum ist es auch so, dass man Zuschlagsstoffe aus Österreich oder Deutschland in die Schweiz transportiert, weil das bessere Preise ergibt als aus, sagen wir, Thurgau oder St. Gallischen Kiesgruben. Und wenn der Lastwagen schon fährt, dann könnte ich ja auch quasi Bauschutt wieder zurückfahren lassen, weil das auch preisgünstiger ist, in Deutschland in eine Grube zu schmeißen, als in der Schweiz aufzubereiten, oder? Für Recyclingbeton. Und das sind Lieferketten, Geschichten, die man eigentlich aufbrechen muss. Und dann entstehen in diesen Lieferketten Argumentarien drin, entstehen dann halt so, sage ich jetzt mal, ein bisschen tendenziös, auch kartellistische oder Argumentationsketten. Es ist schon also die Betonwirtschaft ist natürlich eine mächtige Wirtschaft und die hat ihre ganzen eben Kreisläufe auch aufgebaut und die zu durchbrechen, das kann die öffentliche Hand jetzt machen, indem sie das bestellt, aber eben in der Ostschweiz gibt es wirklich einen beschränkten Anteil an Recycling-Zuschlagstoffen, also man muss die dann fast suchen, eben weil andere Kreisläufe einfach am Funktionieren sind und immer noch blendend funktionieren. Das ist regional sehr unterschiedlich, also das stellen wir fest, wir arbeiten in der ganzen Schweiz und es ist schon... Also Zürich ist da sehr weit vorne im Kanton Zürich. Es wurde ja auch gefördert eigentlich von der
von der öffentlichen Hand. Und das hat man gemerkt, dass eben dann auch, wenn das gefördert wird, dann stellen die Betonwerke eben sich entsprechend darauf ein und bieten das an. In anderen Gegenden stellen wir das nicht fest. Und dann, ich finde deshalb auch diese Label und so muss man eben auch ein bisschen das betrachten, wie sieht es lokal aus. Es gibt auch Gegenden, wo einfach sehr viel Primärstoffe vorhanden sind. Und da macht das vielleicht auch gar keinen Sinn. Also muss es wirklich auch ein bisschen ganzheitlicher und regionaler auch betrachten, finde ich, die Kreislaufwirtschaft, als wenn man das einfach glättet über alles identisch. Und es gibt auch Regionen, das haben wir natürlich auch gehört in der Ostschweiz, es wird nicht so viel rückgebaut wie in Zürich. Also es ist auch eine andere Wirtschaft. Das ist eher die Frage, ja. Hat es genug Recyclingmaterial vorhanden, um eben auch die Menge, die Nachfrage abdecken zu können? Es sind wirklich regionale Wirtschaften und die Betonwirtschaft ist eine sehr regionale Wirtschaft. Also das wissen Sie ja sehr wahrscheinlich besser als wir. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist schön, gibt es diese beiden Beispiele nun in der Ostschweiz auch? Ist doch eine Frage. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Also ich hätte noch eine kurze Frage zur Funktionalität dieser Ausfachung. Man hat ja gesehen, die Ausfachung ist statisch fix verbunden mit den Stützen. Da wäre wie die Frage, leistet sie auch einen Anteil an die Aussteifung oder ist es wirklich nur der Riegel oben? Und wenn sie keinen Anteil leistet, könnte man auch Überlegungen anstellen oder hat man die angestellt, diese Elemente vielleicht mit Fugen abzutrennen, vielleicht auch im Gedanken, den Systembau noch mehr auf die Spitze zu treiben, auch vorzufabrizieren und dann vielleicht im Sinne Reuse später auch auswechseln oder weiterverwenden zu können? Oder was sind da vielleicht die Argumente dagegen? Also sie leistet, also bei beiden Wärmezentralen leistet sie einen Beitrag zur Statik. Also sagen wir mal, in Längsrichtung, diese Riegel oben, die haben hier eine beschränkte, eigentlich für den Bauzustand eine Funktion. Im Innenzustand leisten eigentlich diese Ausfachung dann die Stabilisierung. Das ist so. Sie müssen natürlich auch bei den Stirnwänden, die sind doch 18 Meter breit, 25 Zentimeter dick mit der ganzen Windangriffsfläche, die haben dort eine gewisse Beanspruchung, die sie übertragen müssen. An der Stelle, das ist so. Man hat eine gewisse Elementierung hat man bei der Lukasmühle umgesetzt. Und das war auch so ein Lerneffekt. Bei der Walda haben wir so Betontore eingefügt, um temporäre Öffnungen zu erhalten, um diese Brennkessel ersetzen zu können. Die sind relativ aufwendig, waren in der Herstellung, auch kostenintensiv. Man hat dann, das war so quasi ein Learning, was wir gesagt haben, das machen wir bei der Lukasmühle nicht mehr. Dort hat man jetzt Elemente, die eingehängt sind, die man dann entfernen kann. Es braucht etwas mehr Aufwand, aber es ist nicht so oft, wie das eintritt, die kann man entfernen. Der Nachteil von dem, also eben, das hat eigentlich den Vorteil, man könnte das zerlegen, man hat da quasi so wie einen Reuse-Gedanke, könnte man da weiterspinnen. Aber auch die Fugen, die sind dann relativ anspruchsvoll. Und eben mit den Fugen im Zusammenhang mit dem ganzen akustischen, mit diesen Lärmemissionen ist auch nicht ohne. Aber das haben wir so nicht, so progressiv waren wir unterwegs, als wir das generiert haben vor 10 Jahren. Heute würde man es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders denken, glaube ich, ja, durchaus. Aber das würde gehen, dass man eigentlich so ein Tragwerk wieder zerlegt. Also ich habe mich nur gefragt, die Hüllrohre sind ja eigentlich vergossen, oder? Bekomme ich das? Genau, also die Spannkabel, die sind vergossen, die müsste man von außen wieder öffnen. Die sind auch zugeputzt eigentlich und zu wieder, das sieht man dann nicht mehr. Es ist nicht alles mechanisch verbunden. Die Vorspannung kann man natürlich, könnte man schon zerlegen am Kopf. Also wenn ich von hinten das Ganze wieder wegspitze, dann kann ich die Kabel lösen, könnte das irgendwie wieder trennen. Aber es ist nicht so angedacht, dann müsste man das nochmal in der Konzeption nochmal anders gestalten. Und was schon ist, also die Hülle im Beton ist relativ schwer auch, leistet natürlich einen Beitrag an die Horizontalkräfte und der Erdbebeneinwirkung. Nur über die Längsrahmen hätten wir vielleicht dann auch Mühe, oder müsste man auch diese Knoten nochmals etwas die Tragfähigkeit erhöhen dann. Gut. Ja, herzlichen Dank für diesen Input von allen. Sehr interessant. Ich glaube, wir könnten noch länger über all diese Details diskutieren. Ich würde vorschlagen, wir machen das beim Apo nun vorne. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, es ist
wer noch nachlesen möchte, ein Datensatz entstanden mit der Hilfe von Kathleen Hoffmann als Expertin, nachzulesen beim Materialarchiv. Wer da noch mal nachlesen möchte oder mehr wissen möchte. Und ich möchte auch noch ganz kurz auf die aktuell laufende Ausstellung vorne in der Materialsammlung aufmerksam machen. Eine Wanderausstellung mit dem Titel Graue Energie und graue Emissionen pro Quadratmeter Baustoff von der Professur Chikungunya und dem ETH Materialhub. Dort ist eine Auswahl an gängigen Baustoffen zu sehen und deren Daten zu grauer Energie und Treibhausgasemissionen. Das ist umgerechnet auf einen Quadratmeter je gebräuchlicher Materialstärke und es lässt sich eigentlich sehr schön vergleichen, was so die CO2-Emissionen betrifft. Eine, finde ich, sehr anschauliche und direkte Art, eben Umweltauswirkungen dieser einzelnen Baumaterialien zu erfassen. Ja, einige haben sich vielleicht schon gefragt, wie es mit der Werkstückhalle im Herbst weitergeht. Wir sind daran, sie neu auszurichten. Mit der fortschreitenden Klimaerwärmung wird CO2-armes und ressourcenschonendes Bauen essentiell. Und materialtechnischem und konstruktivem Wissen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Aus diesem Grunde werden wir die Sammlung mit klimafreundlichen Hybridkonstruktionen und Architekturanwendungen verschiedenster Materialien ausbauen. Die in den letzten 4 Jahren entstandene beachtliche Sammlung an großen Beton- und Beton-Hybrid-Mockups wollen wir selbstverständlich als Fundus erhalten. Beton bleibt auch in Zukunft ein wichtiges Konstruktionsmaterial. Aber wird sehr viel bewusster und in Kombination mit anderen Materialien eingesetzt werden. Weitere Informationen demnächst über Homepage und Newsletter. Ich möchte nun alle nach vorne bitten in die Ausstellung. Da können die Exponate nochmal begutachtet werden und zum persönlichen Austausch. Ja, herzlichen Dank an alle Teilnehmer für das interessante Gespräch, an die Werkstückhallenpartner, an Beton Swiss und natürlich auch ihr Interesse heute Abend. Herzlichen Dank.